Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Am Titelbild habt ihr das wahrscheinlich schon gesehen, hier steht eine neue Absauganlage, denn hier diese Absauganlage wird jetzt offiziell abgelöst. Ich muss da so ein bisschen zurückgreifen, denn ich habe ja in einem Ankündigungsvideo gesagt, dass ich die Absauganlage selbst bauen werde. Nur leider bin ich da ein bisschen auf die Nase gefallen, denn ich habe es ein bisschen unterschätzt. Also ich habe es wirklich ein bisschen sehr unterschätzt, denn nach dem Video habe ich angefangen, die ersten Pläne zu zeichnen, habe nach den ersten Materialien gesucht, sei es irgendein Konus, der dann halt irgendwie auf dem passenden Durchmesser das alles verjüngt in der Absauganlage an sich, auf den Zyklonabscheider von dem Gebläse. Dann musste man das Ganze ja noch dämmen und dann war man halt eben am Schluss bei einer Absauganlage, die viel zu groß gewesen wäre und die viel zu viel Material gebraucht hätte. Und dann noch das große Ding, die Filter. Bei so einem starken Gebläse reicht es nicht, einfach nur so eine kleine Filterpatrone drauf zu packen. Da hätte ich halt 4 Stück gebraucht, wo ich dann irgendwie so zwischen 10, 20 Quadratmetern Filterfläche habe. Als Beispiel, das hier ist 1,6 Quadratmeter Filterfläche bei so einem Sack. Und unterm Strich wäre ich mit den Materialkosten alleine ungefähr doppelt so teuer gewesen wie bei der fertigen Absauganlage, die ich euch gleich zeigen werde. Plus ganz viele Fehler, die wahrscheinlich passieren würden, die das Ganze nochmal teurer machen würden. Dazu kommen natürlich dann nochmal die Kosten einer Verrohrung. Kleiner Spoiler, ich habe jetzt schon einen ganzen Anhänger voll Rohre gekauft. Das bedeutet, da habe ich jetzt schon mal ein bisschen Kohle reingesteckt. Das bedeutet, ich kann bald Metallrohre in der Werkstatt verlegen. Nur die würden dann auch nochmal dazukommen und unterm Strich habe ich mich ein bisschen überschätzt. Also deswegen kleine Sorry hier an der Stelle, dass ich so ein cooles Video gemacht habe, wo ich gesagt habe, was ich alles machen will, was ich jetzt unterm Strich nicht machen werde, weil die Absauganlage, die ich euch heute zeigen werde, die ist von der Firma Holzprofi, die ist einfach zu günstig. Günstig ist hier natürlich der falsche Ausdruck. Ich meine, die Maschine ist zu günstig für die ganzen Elemente, die schon halt eben bei der Absauganlage beinhaltet sind, was Luftvolumen angeht, was die Stärke angeht und was die Filterqualität angeht. Das meine ich mit günstig. Das könnte ich niemals selbst in dem Preis herstellen. Zu günstig, als dass man das nicht fertig sich halt eben kauft, um halt eben zu benutzen. Ich werde euch gleich ein paar weitere technische Daten zur Absauganlage geben, aber als erstes müssen wir also natürlich erstmal aufbauen. Und ich wollte mal am Anfang vom Video kurz die Zeit nehmen, um mal kurz sorry zu sagen, dass das ein bisschen nach hinten losgegangen ist mit dem kleinen Planungsfehler. Die Absauganlage werde ich jetzt mal aus dem Auto rausholen und die ist ziemlich cool, weil die kann nämlich auch ein bisschen was. Ich zeige euch als erstes, was in den oberen beiden Paketen drin ist. Als das bei mir zu Hause angekommen ist, habe ich echt unterschätzt, wie groß das Teil doch ist. Aber das ist auch ganz gut, dass das hier groß ist, denn das sind die Filter. Filter Nummer 1. Warum geht denn der jetzt so scheiße? Oh, Leck. Endlich. Die Maschine ist jetzt größtenteils zusammengebaut und ich werde euch jetzt mal zeigen, wie einfach es bei der Maschine ist, die Staubsäcke zu wechseln. Das hat mich ja bei meiner alten immer extrem gestört, aber da gibt es ein tolles Feature, was ich euch kurz ein bisschen genauer zeigen möchte. Und zwar haben wir hier halt eben hier diese Clips. Und die halten einfach die Tüte so lange, bis wir diesen Spannring dran schrauben. Und zwar haben wir hier halt eben diese Spannklipse und an die können wir halt eben diese Kunststofftüte reinklemmen, sodass wir später die Hände frei haben, wenn wir unsere Klammer außenrum spannen. Das zeige ich euch einmal kurz. Ich versuche es jetzt auch mal von vorne zu machen, weil die Maschine wird später an der Wand stehen. Deswegen schaue ich mal gerade, wie gut es funktioniert, wenn man nur von vorne halt eben drankommt.
So, das kann man jetzt einfach nämlich hier hochziehen. So. Jetzt kommt der Spannring drum. Das war's. Die Absauganlage ist fertig aufgebaut. Ich zeige es euch jetzt mal ein bisschen genauer. Da muss ich die Kamera ganz schön weit nach hinten stellen, damit ich die Absauganlage komplett drauf bekomme. Denn man sieht direkt, die ist relativ groß. Aber direkt hier so ein paar Infos zu Beginn. Wenn ihr eine kleinere Werkstatt habt, gibt es im Prinzip genau diese Absauganlage in der Hälfte einmal halbiert und dann ist er halt eben nicht so breit und ich glaube, es ist nicht ganz so hoch, denn da ist dann nämlich, glaube ich, dieses Mittelstück nicht mit eingebaut. Ich verlinke euch das alles mal unten in der Videobeschreibung, schaut deswegen dort einfach vorbei, da findet ihr weitere Informationen. Aber das wollte ich euch nur kurz sagen, es gibt genau diese, auch so ein bisschen verkleinert, nur mit einer Filterpatrone, die ein bisschen weniger Luftvolumen hat, was aber trotzdem sehr, sehr viel sein wird. In den vergangenen Videos habe ich ja einige Projekte gebaut, bei der ich meine große Hobelmaschine hinten nicht benutzt habe. Das lag daran, dass ich sie einfach nicht vernünftig abgesaugt bekommen habe und das soll sich halt auch jetzt mit dieser Absauganlage ändern. Ein großer Punkt, der mich hier gestört hat bei der alten Absauganlage, war ja das Füllvolumen der Behälter hier unten, der Tüten. Und wir sehen halt hier direkt, dass wir erstmal zwei Kunststofftüten haben, wo die Späne reinfallen können. Und dazu sind die halt echt richtig, richtig hoch. Ich zeige euch das mal hier im Vergleich. Hier kann man ziemlich deutlich erkennen, die alte Absauganlage, da war der Beutel hier unten und bei der neuen Absauganlage ist die komplette Maschine viel, viel höher gestaltet, sodass hier unten in den Tüten viel mehr Späne angesammelt werden können. Es wurde schon mal angemerkt, dass es ja vielleicht mehr Sinn macht, eine eigene Absauganlage für die Hobelmaschine mit einem kleineren Behälter zu nutzen. Hier kann ich nur die klare Antwort geben, dass das gar keinen Sinn macht, denn hier bei der Hobelmaschine fallen so schnell ganz, ganz viele Späne an, sodass man am Schluss öfters die Tüten wechselt, als dass man die Hobelmaschine dann wirklich benutzen würde. Das bedeutet, für die Hobelmaschine hier braucht man einfach so ein bisschen Kapazität, dass man auch wirklich die zwei Tüten mal über eine längere Zeit befüllen kann, weil das werdet ihr dann in Zukunft sehen. Auch die ganz, ganz großen Tüten hier werden auch ziemlich schnell voll sein, wenn man sehr viel hobelt. Wie gesagt, unterschätzt das nicht, das ist ganz abgefahren, dass die Hobelmaschine hier für Hobelspäne erzeugt. Eigentlich ist es keine Hobelmaschine, sondern eine Späneproduktionsmaschine. Nochmal was zum Volumenstrom. Die Maschine hier hat um die 2000 Kubikmeter in der Stunde und die Maschine hinter mir hat 3900 Kubikmeter in der Stunde. Und das sollte auf jeden Fall ausreichen, um halt eben meine große Hobelmaschine absaugen zu können. Dazu haben wir auch unten noch einen richtig großen Anschluss und zwar ist das ein 150 mm Anschluss. Und ja, wie gesagt, Volumenstrom braucht halt einfach ein bisschen mehr Durchmesser, damit halt einfach richtig viel Material durchgezogen werden kann. Was macht eine Absauganlage? Eine Absauganlage zieht ganz schön viel Luft rein. Die hier zieht mehr Luft rein als die alte. Nun ist es aber so, die stärkste Absauganlage bringt natürlich nichts mehr, wenn oben der Luftfilter verschmutzt ist und halt eben sich zusetzt. Und da ist halt in meinen Augen hier der Riesenvorteil, denn mit hier diesen Luftfilter, mit diesen Faltenfiltern, kann man eben den Schmutz innen drin absäubern. Das bedeutet, wenn man mal zwei, drei Tage gearbeitet hat, wenn man vielleicht viel mit dem Langbandschleifer geschliffen hat, dann kann man einfach an die Absauganlage gehen und man kann sie säubern. Jetzt ist es natürlich so, die filtern die Luft feiner als hier so ein Beutel. Bevor die Absauganlage hier reingekommen ist, habe ich natürlich so ein bisschen recherchiert, was benutzen andere. Und da bin ich sehr oft auf das Thema Faltenfilter oder halt eben hier diese Filter gestoßen. Jetzt sage ich euch mal kurz, warum ich nicht immer denke, dass hier so ein Faltenfilter Sinn macht, gerade wenn das Budget ein bisschen kleiner ist, sondern hier so ein Filter. Natürlich bringt die stärkste Absauganlage nicht so wirklich viel, wenn die Filter zugesetzt sind. Aber wie groß ist denn so ein Filter im Vergleich? Ich habe jetzt noch meine alte Absauganlage dort stehen. Wie viel Filterfläche haben wir hier und wie viel Filterfläche haben wir dort hinten? Das hat mir auch bei der Absauganlage ganz, ganz viel Bauchweh bereitet, denn das ist gar nicht so viel. Und dazu ist die Filterqualität, die dann halt eben später rauskommt, nicht so gut wie hier. Also, hier haben wir pro Filterpatrone, das müssten 4 Quadratmeter sein, also haben wir insgesamt 8 Quadratmeter Filterfläche bei 3900 Kubikmeter Luft, die wir in der Stunde hier halt eben durchblasen. Das ist schon mal ziemlich gut. Hinten bei dieser Filtertasche, ich glaube Filtertasche, ja, haben wir nur 1,6 Quadratmeter. Also selbst wenn es nur die halbe Leistung hat, wie diese Maschine hier, ist hier viel, viel weniger Filterfläche. Dazu kommt halt eben in meinen Augen das Riesenproblem, dass man hier so einen Filter einfach nicht gut sauber machen kann. Ich bin immer hingegangen, habe das Ding ausgeklopft, aber es funktioniert halt eben nicht gut. Und wenn es weniger Filterfläche ist und die kriegt man nicht richtig sauber, dann ist es klar, dass die irgendwann nicht mehr so viel Leistung hat und gerade bei mir das halt eben nicht mehr ausreicht. Es hat mich meistens so ausgesehen. Ich bin hier hingegangen,
habe das Ding ausgeklopft, weil ich das letzte Woche tatsächlich erst gemacht habe. Kommt jetzt hier nicht so viel Staub raus, aber dieser ganze Feinstaub, der sammelt sich halt auch irgendwann außen halt eben drauf an. Und das hier kann man viel, viel entspannter sauber machen. Man kann diese ganzen Falten, kann man einfach abreinigen. Und wenn man das immer mal regelmäßig macht, dann kann man die halt eben besser sauber halten als das hier. Und dadurch, dass sie halt eben so fein filtern, wird hier kein Feinstaub durchgedrückt, der sich dann auch hier außen ansammelt, wie zum Beispiel hier, und den man dann nochmal vor sich in die Luft schlägt. Das ist richtig cool. Ja, aber Philipp, alle Absauganlagen mit einem normalen Filter, also mit so einem alten Taschenfilter, sind nicht gut. Und die sollte man sich nicht holen. Bin ich tatsächlich nicht ganz der Meinung. Es kommt so ein bisschen drauf an. Für was sind solche Filter geeignet? Für Späne, nicht für Schleifstaub. Wird es schlimm sein, wenn du mal irgendwie ein bisschen Staub mit einsaugst? Wahrscheinlich nicht so, oder? Wenn man jedoch anfängt, viele Schleifmaschinen an so eine Maschine anzuklemmen, wie zum Beispiel einen Kantenschleifer oder hier so einen Tellerschleifer, oder wenn man, wie ich, regelmäßig die Filterpatrone von dem Exzenterschleifer auch an der großen Absauganlage leer macht, und gerade wenn man sehr, sehr viel schleift, dann merkt man halt eben, dass so eine Filtertasche ein richtiger Nachteil ist, weil da kommt halt eben Feinstaub raus. Das sehen wir auch hier ganz klar an der Wand. Das ist richtig viel und das ist nicht nur hier. Unter anderem stört es halt auch einfach so ein bisschen, dass alles einfach immer dreckig ist, ne? Ich will mit dieser Absauganlage das endlich hinbekommen, dass meine Werkstatt auch mal schön sauber ist, ne? Weil das wäre schon eine feine Sache. Wir haben ja überall Schleifstaub, aber was wirklich extrem ist, hier an den Wänden. Aber nicht nur da, überall, an den ganzen Wänden hier außen rum. Jetzt muss ich aber auch fairerweise gestehen, die Filterpatrone kann mehr, kostet aber auch mehr. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das Schöne ist halt auch eben, dass man sich vielleicht am Anfang dazu entscheiden kann, dass man als erstes die Absauganlage mit so einem einfachen Taschenfilter kauft. Wenn man dann sowieso eher die Tischkreissäge und die Hobelmaschine, also all das, was viele Späne erzeugt, wenn man das damit absaugt, dann wird das vollkommen okay sein. Denn ich finde, gerade bei dem Thema vergisst man oftmals, wenn man das vergleicht, okay, da kommt ja der Feinstaub raus, da vergisst man, glaube ich, eine wesentliche Sache. Ich finde nämlich, dass so eine Absauganlage, die besser funktioniert, trotz Taschenfilter, also nicht diese teureren Filter, wenn die trotzdem besser alles absaugt, das bedeutet weniger Staub vor der Tischkreissäge, unter der Tischkreissäge, neben der Tischkreissäge, weniger Hobelspäne, die sich in so einem Absaugschacht verstopfen, wenn die besser funktioniert, dann hat man auch weniger Feinstaub, der dann halt eben entsteht, weil die Maschine nicht richtig abgesaugt wird. Was meine ich? Denn gerade wenn vielleicht Wochenende ist und man anfängt, die Werkstatt sauber zu machen und alles ein bisschen kehrt, dann vergisst man, glaube ich, auch eines, dass der ganze Feinstaub, der wegen einer schlechteren Absauganlage nicht richtig abgesaugt wurde, wie zum Beispiel jetzt hier bei der Hobelmaschine, das lagert sich alles irgendwann so ein bisschen auf die Maschinen ab. Und da redet niemand so wirklich drüber, dass da der Feinstaub dann auch so ein bisschen in die Luft kommt. Noch ein gutes Beispiel, das hat man bei mir in Projekten, glaube ich, schon öfters gesehen. Oftmals kommt der extrem groß oder der viele Feinstaub nicht aus der Absauganlage, sondern gerade bei solchen Räumarbeiten, wenn man sich hier irgendwie ein Brett nimmt, schmeißt das hier wieder rein. Und da ist oftmals viel, viel mehr Feinstaub, wie ich finde, was da in die Luft geblasen wird. Deswegen wird es vielleicht mehr Sinn machen, sich als erstes so eine Absauganlage zu holen mit einem normalen Filterbeutel, damit man alle Maschinen wirklich gut absaugen kann und der ganze große Dreck halt eben in der Absauganlage ist und nicht vor der Tischkreissäge landet oder vor der Hobelmaschine. Mit der Möglichkeit, immer natürlich noch auf einen Faltenfilter upgraden zu können. Das ging zum Beispiel bei meiner Schebach nicht mehr, weil die einfach zu alt war. Da gibt es zwar noch einen Faltenfilter, aber der ist tatsächlich halb so teuer wie diese komplette Absauganlage. Deswegen, und die ist halt nicht neu, die ist schon irgendwie 30 Jahre alt, die kann auch immer mal kaputt gehen und deswegen macht das hier halt einfach viel, viel mehr Sinn. Thank you.
So, ich habe jetzt hier noch ein bisschen umgeräumt und viele Maschinen, wo ich die ganze Zeit schon wollte, dass die an diese Wand kommen, habe ich jetzt hier hingestellt und ich habe in der gesamten Werkstatt jetzt noch mal ein bisschen mehr Platz bekommen. Und wie gesagt, ich bin richtig, richtig happy mit dieser Absauganlage. Und bald werde ich dann endlich die Dickenhobelmaschine anklemmen. Das wird dann ein eigenes Projekt werden, wo ich dann die Rohrleitung einmal hier an der Wand vorbeiführe, hinten an der Wand vorbeiführe und dann einmal an der Decke vorbeifahre. Wie gesagt, das wird ein eigenes Video. Und da werde ich dann auch irgendwann mal über die Einschaltautomatik sprechen, wie ich das Ding halt überall von der Werkstatt halt eben einschalte. Mal ein bisschen anderes Video. Die Absauganlage steht jetzt endlich und ich bin echt gespannt, wenn ich zum ersten Mal die Dickenhobelmaschinen damit absauge. Das wird dann bald auf dem Kanal hier kommen. Schau unbedingt mal unten in die Videobeschreibung. Hier auf der Seite verlinke ich dir jetzt noch zwei weitere Videos und wünsche dir bis zum nächsten Video einen ganz, ganz tollen Tag.